Der Wald präsentiert sich übers Jahr immer wieder anders. Wer möchte das nicht fotografisch festhalten? Heute erhaltet ihr ein paar Tipps, wie ihr zu jeder Jahreszeit spektakuläre Bilder vom und im Wald erstellen könnt. Willkommen zum neuen Video. Ich bin Angelika und möchte euch mit auf eine Fotoreise durchs Jahr nehmen. Ich wohne im Harz und dicht am Wald, deshalb ist er einer meiner Lieblingsmotive. Ich hoffe, ihr nehmt einige wertvolle Anregungen aus diesem Video mit. Auf die Ausrüstung gehe ich in diesem Tutorial nicht noch einmal detailliert ein. Es gilt das im Video Ausrüstung für Landschaftsfotografie und Astrofotografie Gesagte. Wenn ihr zusätzlich noch ein Teleobjektiv mitnehmt, ist das sicherlich nicht verkehrt. Im Frühjahr erfreuen sich die meisten Menschen am frischen Grün. Wir finden es besonders im Laubwald. An Tagen, an denen sich die Sonne hinter den Wolken verbirgt, fotografiere ich auch tagsüber. Ich achte dann darauf, dass möglichst wenig Himmel auf dem Bild zu sehen ist, denn die hellen Stellen ziehen den Blick des Betrachters an und damit weg von den Bäumen, um die es uns bei der Waldfotografie geht. Daraus folgt, dass es sich anbietet, etwas tiefer in den Wald zu gehen. Auch ein Blick in eine Waldlandschaft, wie hier im Pfälzerwald, erfrischt das Auge. Zum Frühling passen die hellen Wölkchen. Bei meinen Nikon-Kameras bleiben sie weiß, wenn ich den Weißabgleich in der Kamera auf bewölkten Himmel stelle. Damit ein solches Foto nicht langweilig wird, habe ich in diesem Fall die Burg Trifels als Eyecatcher eingebaut. Auf sie habe ich scharf gestellt und dabei in Kauf genommen, dass die Berge im Hintergrund nicht mehr ganz so scharf sind. Nicht nur im Harz, wo dieses Bild am Ilsestein entstanden ist, haben wir Fotografen seit einigen Jahren die Herausforderung abgestorbener Fichten. Monokulturen, Trockenheit und Borkenkäfer haben dazu beigetragen. Im Frühjahr sind in den Hochlagen auch die Laubbäume noch kahl. Dann ist es wichtig, einen interessanten Vordergrund ins Bild einzubauen, wie zum Beispiel einen bizarren Baum. Wenn die Bäume keine Blätter haben, eignen sie sich hervorragend als Vordergrund in der Astrolandschaftsfotografie. Am Tag fotografiere ich gern bei niedrigem Sonnenstand. Dieses Bild einer Esche entstand etwa 2 Stunden vor Sonnenuntergang. Es gelang mir, die Sonne am Stamm zu platzieren. Mit kleiner Blende erscheint sie dann als sogenannter Sonnenstern. Dieses Bild wird durch unterschiedliche Grüntöne bereichert. Ein Vorteil, den wir besonders im Mischwald finden. Morgens und abends sind die Lichtverhältnisse ausgewogener. Auch dieses Bild am Oderteich ist im Frühjahr entstanden, im April 2022. In den höheren Lagen der Mittelgebirge haben sich noch Schneereste gehalten, die in diesem Fall den sonst langweiligen Vordergrund auflockern. Die beiden Fichten im Vordergrund habe ich bewusst als Bildbegrenzung gewählt. Die Kombination von Wald und Wasser mag ich besonders gerne. Hier in Verbindung mit der untergehenden Sonne und rötlich gefärbten Wolken. Im Sommer werden die Farben satter, wie hier beim ehemaligen Diabas-Steinbruch in Wolfshagen im Harz. Ich habe das Bild etwa 45 Minuten vor Beginn der goldenen Stunde aufgenommen. Dadurch gelang es mir, den von links einfallenden Lichtschein mit ins Bild zu bekommen. Das wäre später nicht mehr möglich gewesen. Der Steinbruch hätte im Schatten gelegen. Die goldene Stunde ist die Zeit kurz nach Sonnenaufgang bzw. vor Sonnenuntergang. Tagsüber bei bedecktem Himmel ist dieses Foto in der Gletscherschlucht Rosenlaui in der Schweiz entstanden. Die Wolken hängen am Berg am rechten oberen Rand des Bildes. Ich habe wieder die Kombination von Wald und Wasser gewählt. In der morgendlichen goldenen Stunde im August geht die Sonne auf diesem Bild hinter dem Wald auf. Über der Wiese im Vordergrund liegt eine dünne Dunstschicht. Insbesondere die Gelbtöne haben mich zur Kamera greifen lassen. Ich habe für diese Aufnahme ein 135 mm Teleobjektiv eingesetzt. Alles musste sehr schnell gehen, denn die Sonne kam über den Horizont und die Dunstschicht löste sich schnell auf. Die Lichtverhältnisse begeisterten mich an diesem Morgen so, dass ich gleich noch 2 weitere Fotos in der goldenen Stunde nahe an dieser Lichtung aufgenommen habe. Ich habe das Teleobjektiv eingesetzt, um einen Eindruck von Kompression hervorzurufen. Beim linken Bild habe ich die Unschärfe der Bäume im Hintergrund bewusst in Kauf genommen und durch die offene Blende sogar noch verstärkt. Es war nicht ganz einfach, auf die Schnelle einen geeigneten Standpunkt zu finden,
von dem aus die Bäume sich nicht gegenseitig verdeckten, obwohl ich schon öfter an dieser Location war. Im Spätsommer ist der Boden nach kühlen Nächten mit hoher Luftfeuchtigkeit mit Tau bedeckt. Die ersten Sonnenstrahlen lassen die Feuchtigkeit aufsteigen, was dazu führt, dass die Sonnenstrahlen sichtbar werden. Dieser Effekt ist besonders an Waldrändern oder Lichtungen zu sehen. Noch intensiver ist dieser Effekt, wenn wir ihn mit einem Sonnenstern kombinieren. Dabei muss er selbstverständlich darauf achten, dass er nicht direkt in die Sonne schaut und besonders nicht durch die Optik. Das könnte gefährlich für die Augen werden. Ebenfalls früh aufgestanden bin ich, um im September Morgennebel zu fotografieren. Diese sind häufig etwas weiter weg, sodass wir zu einer etwas längeren Brennweite greifen müssen. Mir gefällt es besonders gut, wenn die Baumspitzen aus dem Nebel ragen. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, nachts im Wald zu fotografieren? Auch bei Nacht ist der Wald fotogen. Im Mondschein lässt er sich sehr stimmungsvoll ablichten. Dieses Bild habe ich bei 98% Mond Ende September gegen 23 Uhr aufgenommen. Es handelt sich um eine Langzeitbelichtung, die nur wegen der absoluten Windstille möglich war. Ich habe sie kurz nach Aufgang des Mondes gemacht, sodass die Bäume mild angestrahlt wurden. Auch ihre Spiegelbilder sind im Teich gut zu sehen. Nun sind wir auch schon im Herbst angelangt. Die Nebel brauchen länger, um aufzusteigen. Auch in diesem Fall war ich nicht direkt beim Geschehen und musste ein Teleobjektiv einsetzen. Im Herbst ziehen die bunten Bäume die meisten Fotografen magisch an. Er ist die schönste Jahreszeit zum Fotografieren. Die Färbung des Laubs ist natürlich das spannendste Motiv. Prächtige Äste dicht vor der Kamera dürfen schon mal einen Großteil des Bildes ausfüllen. In diesem Fall habe ich zum Weitwinkel gegriffen, um die farbigen Blätter groß abzulichten. Weil mir der Vordergrund besonders wichtig war, habe ich die Blende geöffnet. Hier die Kombination aus herbstlichen Grün- und Gelbtönen mit einem alten, bizarren Baum als zentralem Motiv. Er wird am späten Nachmittag Ende Oktober von mildem Sonnenlicht beschienen. Dieses Wäldchen ist naturbelassen und bietet deshalb das eine oder andere besondere Schmuckstück. Ich habe einen Polfilter eingesetzt, um Spiegelungen zu reduzieren, und einen Graufilter, um das Grün satt abzubilden. Im selben Wäldchen ein zusammengebrochener Baum, aus dem wieder neue Triebe wachsen. Noch ein tolles Fundstück. Es handelt sich um eine Weide. So bietet jeder Wald seine Besonderheiten. Mir geht es so, dass ich den Wald viel intensiver sehe, wenn ich ihn nach Fotomotiven absuche. Für diese Aufnahme habe ich die soeben beschriebene Filtertechnik genutzt. Jetzt möchte ich euch ein Motiv vorstellen, was sich immer anbietet. Eine Straße oder ein Weg, die oder der von Bäumen gesäumt wird. Gerade im Herbst besonders schön. Nebel gab es leider nicht. Deshalb war mir die durchgehende Bildschärfe wichtig, weshalb ich Focus Stacking zum Einsatz gebracht habe. Wer mehr über diese Technik erfahren will, den oder die verweise ich auf mein Tutorial Wandern und Fotografieren im Harz, Klusberge, Bildschärfe durch Fokusverlagerung. Hier noch ein anderes Bild von einem von Bäumen gesäumten Wanderweg. Es ist jetzt November und die meisten Bäume haben im Harz die Blätter verloren. Um das leichte Rot des Abendhimmels, es ist bereits 18 Uhr, und gleichzeitig den schon im Dunkeln liegenden Vordergrund aufs Bild zu bekommen, habe ich die HDR-Technik eingesetzt. Ich habe drei Aufnahmen unterschiedlich belichtet und in der Bildbearbeitung gesteckt. Mehr dazu im Tutorial Wandern und Fotografieren im Harz, Torfhausmoor, HDR. Außerdem habe ich im Kameramenü Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung aktiviert. Noch vor ein paar Jahren hat es im Harz im November schon geschneit. Jetzt müssen wir gewöhnlich auf den Dezember warten, bis es soweit ist. Dann hat der Wald wieder andere Reize. Dichter Schneefall hat im Hintergrund einen ähnlichen Effekt wie Nebel. Er verleiht der Landschaft etwas Mystisches. Bei Schnee haben die meisten Kameras Probleme mit der Belichtung. Mein Tipp: entweder leicht überbelichten oder einen Polfilter einsetzen. Die Sonne steht tiefer. Je nach landschaftlichen Gegebenheiten können wir den Sonnenstern auch noch im Laufe des Vormittags auf dem Bild verewigen. Mit raureif überzogene Pflanzen setzen besondere Akzente. Die Tage,
an denen die Bäume unter der Last des Schnees ächzen, werden immer seltener. Aber es gibt sie noch im Harz. Wenn dann noch die tiefstehende Sonne scheint, ist das Wintermärchen komplett. Ich kann dann stundenlang im Wald wandern, selbst bei Kälte. Selbst am frühen Vormittag. Hier schafft es die Sonne nicht, durch den verhangenen Himmel zu dringen. Dadurch entsteht ein schönes Farbspiel und ein neues Blaukontrast. Am 14. Dezember erleuchten bei klarem Himmel jedes Jahr die Geminiden den Nachthimmel. Wald ist ein besonderer Vordergrund für das Naturschauspiel. Für dieses Bild habe ich 1,5 Stunden fotografiert, die Fotos herausgesucht, die Sternschnuppen zeigten und sie zu einer Komposition zusammengefügt. Wer näheres Interesse an dieser Technik hat, den verweise ich auf das Tutorial Sternschnuppen Meteore fotografieren. Damit schließe ich unsere gemeinsame Reise durch das Jahr im Wald ab. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt.